Yo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Clash Royale. Ja, ich habe mir mal überlegt, ich habe gedacht, jo, machst du noch eine Folge. Und diesmal können wir drei Truhen öffnen, und zwar eine Gratistruhe, eine Silbertruhe und natürlich eine Kronentruhe. Ich bin gespannt, was drin ist. Hier ist mein Deck. Vielleicht finden wir sogar eine epische, und zwar den Ballon. Das würde mich sehr doll freuen, dann hätten wir den auch mal Level 2. Ja. Ansonsten, Lakaienhorde wäre auch mega geil, oder der Schweinreiter, Rakete. Ja, aber der Schweinreiter wäre mir am wichtigsten, weil den habe ich erst Level 3. Und die anderen seltenen Karten, die habe ich schon auf Level 4. Okay, wir gucken mal, was wir in der Gratistruhe haben. Okay, ein bisschen Gold, Kanone und eine Barbarenhütte. Okay. Was haben wir in der Silbertruhe? Wieder ein bisschen Gold. Tesla. Ja, den Schweinreiter. Jawohl. Und jetzt kommt die Kronentruhe. Wieder Gold. Jawohl, drei Juwelen. Kobolde. Tesla. Ritter. Zwei Grabsteine. Okay. Es war jetzt nicht das Beste, muss ich sagen. Aber es geht auch schlimmer. Oder besser. So, ich öffne hier mal noch eine Silber-Chest. Und ich wollte euch heute zwei Wiederholungen zeigen und einen Live-Kampf. Ja, die Matches waren einfach nur geil, kann ich euch sagen. Und kommt wie immer in meinen Clan Illuminaten-Armee. Auf jeden Fall will ich euch jetzt erstmal die beiden Matches zeigen. Ja. Viel Spaß dabei. Ey, das war so krass. Da habe ich gegen ein Level 7er gespielt. Und ich bin Level 6. Und das hat manchmal viel zu bedeuten. Manche von euch geben ja immer schnell auf. Aber tut das bloß nicht. Weil ihr guckt einfach zu. Guckt einfach zu. Dann werdet ihr sehen, was ich meine. Da hat er jetzt gut was gesetzt. Ja, da sind die zwar relativ schnell tot, aber ich konnte ein bisschen Abwehr zeigen. Dann habe ich die Lakaienhorde geschickt. Und dann waren sie auch alle tot. Ich musste noch aufladen, während er schon was setzen konnte, aber die Lakaienhorde konnten den Inferno-Turm ein bisschen Schaden ausrichten. Dann habe ich gedacht, setze mal den Prinzen. Der wird das zerstören und vielleicht am Turm noch ein bisschen was angreifen. Ja, da kamen dann die Barbaren. Konnte ich jetzt mehr machen. Dazu setzt man natürlich die Walküre. Weil die Walküre kann ja mehrere gleichzeitig treffen. So, während er den Ballon gesetzt hat, war ja klar, habe ich den Baby Dragon gesetzt. Weil der Baby Dragon kann ja oben seine Bomben abschießen sozusagen. Und nach unten. Da hatte er ja trotzdem Glück, der Gegner. Er konnte oftmals angreifen. So, der Dragon Baby hat erstmal die Lakaienhorde gemacht. So, das fand ich sogar nice, dass der das hier erstmal zerstört hat, weil er eh noch nicht ganz so viel Damage mitnehmen konnte. Und dann habe ich noch mal angegriffen. Fast sogar zweimal, aber es hat nicht mehr ganz gereicht. So, dann hat er die Rakete geschickt. Er denkt sich, toll, ich habe besiegt, aber immer noch nicht. Außerdem war es ja auch erst der erste Turm. So, dann habe ich den Riesenskelett geschickt und die Lakaienhorde. Die Lakaienhorde hat sich erstmal schön um den Inferno-Turm gekümmert. Das war richtig nice. Und dann ging es erstmal zur Sache. Dann haben sie die Walküre noch gemeinsam erledigt. Und ich habe dann halt immer mehr Truppen geschickt. Ja, er konnte noch zufrieden sein mit seinem einen Turm, aber viel mehr konnte er nicht mehr leisten. Man hat es schon eindeutig gesehen. Also, das hat er verloren. Obwohl er ein Level 7er war und ich ein Level 6er. Das war wirklich, wie er geschrieben hat, ein gutes Spiel. So, kommen wir zum zweiten Kampf. Der war auch nice. Manny One gegen Mario. Okay, das war nämlich auch cool. So, da habe ich doch angefangen. Stimmt ja, da habe ich das Riesenskelett geschickt.
und den Ballon. Da kann ich nur sagen, wer sowas macht, das ist schlau, weil die beiden gleichzeitig können einfach richtig viel Damage machen, weil der P.K., den er hat, boah, der hat so einen P.K., der kümmert sich zwar um das Riesenskelett, aber seht ihr meinen Ballon? Der hat einen ganzen Turm zerstört. Einen ganzen Turm. Ganz alleine. Und dann hat er am Königsturm auch noch ein bisschen Damage gemacht. Und dazu kann ich nur meinen Mut ziehen. Jetzt hat er auch mal mit dem Ballon versucht. Aber natürlich, das Dragon Baby hat sich darum gekümmert. Dann kam auch der Schweinereiter. Da habe ich mich aber auch noch ganz schnell drum gekümmert und habe die Lakaienhorde geschickt. Er schickt natürlich den Bombenturm. Den Drachen hat er auch besiegt. Aber dann hat die Lakaienhorde ordentlich zugegriffen. Und dann kam auch noch der Schweinereiter. Also, tja, das ist dann halt nicht so gut, ne? So, der Turm hatte noch ein bisschen Leben. So, dann wollte ich eigentlich die Rakete schicken, aber habe mich dann doch noch zu entschieden, was anderes zu machen. Und zwar das Riesenskelett gegen den Giant zu schicken. Mir war es auch egal, ob der jetzt den einen Turm zerstört hat. Das war mir wirklich völlig Wurst. Weil jetzt steht da oben, der Prinz hat den Turm noch erledigt. Ja, da muss ich einfach den Smiley nochmal einsetzen, weil das war episch. Ja, manche kümmern sich halt nicht darum, was bei ihnen passiert. Und dann gibt es die Konsequenzen. So, ja, ich brauche nämlich noch eine Truhe, deswegen machen wir noch einen Live-Kampf. So, ja, also ich glaube nicht, dass ich das gewinne, weil ich schon wieder so viel Glück hatte und so gut weitergekommen bin. Aber wir versuchen es mal. Vielleicht kriegen wir ja auch einen schwachen Gegner. Das wäre richtig cool. Ich hatte schon mal einen Level 8er. Aber für Level 8 war der ziemlich schwach. Aber ich habe trotzdem verloren. So, gucken wir mal. Level 6er. Oh, er hat aber mehr Trophäen wie ich. Na komm, schreiben wir mal viel Glück. Wir wollen fair sein. Okay, was setzen wir denn? Ich würde sagen, Riesenskelett. Dann warten wir kurz. Und setzen die Lakaienhorde. Ich weiß nicht, ob das schlau war, aber ich glaube schon. Jetzt setzt er auch die Lakaienhorde. Das ist ein bisschen doof. Ja, gut. Gut. Das hat sich schon mal erledigt hier. Mit meinem riesen Skelett. Aber er macht auch keinen Damage. Das ist ja auch schon mal ein kleiner Bonus, dass er keinen Damage machen kann. Dann schicke ich jetzt mal in den Schweinereiter. Und ein bisschen Damage machen wir schon. Das ist ziemlich cool. Jetzt schickt er den Riesen, das ist aber gar kein Problem, denn ich kann jetzt den Prinzen schicken und der wird den Riesen eigentlich besiegen können. Der wird zwar ein bisschen Damage machen können, aber oh scheiße, das Goblin-Fass, das ist nicht schön. Da schicke ich mal schön die Vampire, ach du Scheiße. Das ist jetzt nicht so schön gewesen gerade. Oh komm, ja, er erreicht sein Ziel, das ist schön. Das macht auch ordentlich Damage. Scheiße, er hat noch keinen Horde Level 7, aber mein Turm wirft da noch ein bisschen mit. Dann dürften wir das auch schaffen. Oh, scheiße. Ich kann nichts gegen die Skelettarmee schicken. Das ist jetzt doof. Weil die Skelettarmee, wenn die einmal in den Turm kommt und nichts wird gesetzt, das macht ziemlich viel Schaden. So, noch halbwegs gerettet den Turm. Wir schicken mal den Schweinereiter. Jetzt werden auf beide Seiten Schaden gemacht. Und, schafft das? Ah! Okay, machen wir noch. So, dürfte eigentlich kein großes Problem sein. Okay, den Turm hat er. Aber kann mir ja auch... Ach doch, hat er noch nicht. Oh, das ist schön. Das ist schön, wenn er es noch nicht hat. So, da keine Horde. Oha. So, jetzt sind alle tot. Schick mir schnell den Ballon. Oh, komm. Zieh durch das Ding. Ja. Schweinereiter. Schönes Ding. Den Turm hat er jetzt auch. Aber. Dann soll er nicht so schnell die Hoffnung aufgeben. Und das hier sieht auch ziemlich nice aus. Und wir werden jetzt mal das hier schicken. Komm, zieh durch. Ah,
Komm, Valkyrie! Okay. Ah, nee. Ah, scheiße, Mann. Oh, Mann, ey. Nein, das wollte ich nicht. Oh, das wäre so nice, wenn ich gegen den gewonnen hätte. Aber naja. Komm, wir schaffen jetzt so einen Kampf, Alter. Einmal verloren. Haben wir letzte Folge auch so gemacht. Aber danach haben wir gewonnen. Komm, Schwache. Okay, der ist jetzt ungefähr auf meinem Part. Okay. Da werden wir jetzt mal gucken. Ich werde dieselbe Taktik wie eben machen, weil ich finde die einfach sehr gut. Wenn ich einfach jetzt mal das Riesenskelett schicke und den Ballon, weil das einfach sehr viel Action macht, weil du greifst an von oben und von unten. Das ist ja das Coole daran. Und jetzt geht's los. Jetzt schicken wir hier mal das Dragon Baby. Oh ja, das ist schön. Das ist sogar sehr schön. Da können wir die Rakete abschicken. Die kann das hier mal zerstören. Genau. Oh, den Tesla. Oh Mist. Na komm. Da keine Rolle. Ja, die machen gut Damage. Er wird zwar gut Schaden gemacht haben. Das hat er sich auch verdient. Aber. Wir haben ja auch schon einen Turm besiegt. Das sollte man ja nicht vergessen, ne? So, schaffen wir hier noch mit dem Boost? Jawohl. In dem Turm kümmere ich mich jetzt mal nicht. Der ist eigentlich schon so gut wie tot. Das ist kein Problem. Solange wir hier noch den Königsturm besiegen, ist alles gut. Ihr wisst, ihr kennt mich, ich schicke gleich nochmal den Riesenskelett mit dem Ballon. Und jetzt dürfte es eigentlich vorbei sein. Oh, jetzt hat er einen Tester geschickt. Das macht er gar nicht mal so dumm. Aber. Jetzt war's das gewesen. Das haben wir für uns entschieden. Sehr schön. Schönes Spiel. Mal sehen, was für eine Truhe wir bekommen. Silbertruhe, okay. Ja, war ein schönes Spiel, hat mir gefallen. Ja, ich würde mal sagen, macht's gut. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ja, bis dahin, macht's gut und ciao.